Hallo, willkommen bei Teil 33 der Fireworks Tutorials. Dieses Mal möchte ich nochmal auf Animationen eingehen. Fireworks ist ein ganz nettes Werkzeug, wenn man nicht allzu aufwendige Animationen erstellen möchte, zum Beispiel für Banner oder sonstiges in der Art, also GIF-Animationen. Auf eine Art Animationen zu erstellen bin ich schon in Teil 31 eingegangen mit den Animationssymbolen, aber es gibt noch andere Wege, Animationen zu erstellen. Und die möchte ich euch kurz zeigen. Was wir dafür eigentlich fast immer brauchen, ist die Statuspalette, weil ein Status entspricht dann einem Frame bzw. einem Einzelbild in der Animation. Das ist ähnlich wie bei den Symbolen oder eigentlich genauso wie bei den Symbolen. Ich lege jetzt einfach mal irgendein Objekt an, so ein Rechteck, und das möchte ich jetzt einfach verschieben. Und ich kann jetzt hier in der Statuspalette mir Stadi erzeugen oder beziehungsweise duplizieren. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine Animation erzeugen, die aus 6 Frames oder 6 Stadi besteht. Also gehe ich hier in das Menü und klicke auf Status duplizieren und kann jetzt hier die Anzahl der Kopien, die erzeugt werden sollen, eingeben. In dem Fall wären das 5 Kopien. Ich kann jetzt auch hier noch sagen, wo das angelegt werden soll, nach aktuellem Status, ist in dem Fall in Ordnung. Es wurden mir jetzt hier 5 Kopien angelegt, sodass ich jetzt insgesamt 6 Stadi habe, und wenn ich hier jetzt in die einzelnen Stadi reingehe, sehe ich hier keinen Unterschied, aber in jedem dieser Stadi ist mein Rechteck vorhanden. Und jetzt könnte ich eben hergehen, mit dieses Rechteck selektieren, verschiebe das jetzt zum Beispiel mit der Cursor-Taste und der Shift-Taste um 10 Pixel nach rechts, in Status 2 um 20 Pixel, Status 3 30 Pixel, Status 4 40 Pixel, 5 50 Pixel und in Status 6 um 60 Pixel. Und wenn ich mir die Animation jetzt anschaue, habe ich diese von links nach rechts Bewegung. Gehen wir nochmal kurz auf die Statuspalette ein. Ihr seht hier unten noch ein paar Buttons. Und zwar kann ich hier einen sogenannten Zwiebelschichteneffekt ein- oder ausschalten. Das ist ganz nützlich, wenn man jetzt ein wenig aufwendige Animationen macht. Ich demonstriere das jetzt einfach mal und lasse mir jetzt hier einfach mal vorher und nachher anzeigen. Und ihr seht, dass jetzt hier mir sowohl der Status vorher als auch nach dem aktuellen Status angezeigt wird. So habe ich also einen Vergleich, wie die beiden Stadi aussehen, und kann dementsprechend bei einer komplizierteren Animation hier ganz feine Arbeiten vornehmen, indem ich immer sehe, wie sieht es denn vorher aus. Ich kann das auch manuell hier einstellen, indem ich einfach hier in dieser Spalte auf die Stadi klicke, die angezeigt werden sollen. Jetzt würden mir zum Beispiel 2 Stadi angezeigt werden. Wenn ich hierher klicke, dann sehe ich nur den aktuellen Status, so den aktuellen und den Status danach, oder so den aktuellen und den Status davor. Kann also ganz nützlich sein. Mit dem zweiten Button hier kann ich einstellen, wie die exportierte Animation dann abgespielt werden soll. Momentan ist das auf endlos eingestellt. Das heißt, das animierte GIF wird von vorn nach hinten abgespielt und so weiter, solange man das dann im Browser anschaut. Wenn ich hier auf diesen Schalter klicke, kann ich die Anzahl der Schleifen auch einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf 4 schalten würde, exportiere das als animiertes GIF, dann wird dieses animierte GIF im Browser 4-mal abgespielt und dann gestoppt. Theoretisch zumindest. Ich habe es noch nie versucht, aber ja, sollte so sein. Wenn ihr die Animation dann fertiggestellt habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch exportieren als animiertes GIF. Ihr müsst das allerdings vorher einstellen, und das geht über die Optimieren-Palette einmal, indem ihr hier in diesem Dropdown-Menü auf animiertes GIF umschaltet. Ihr könnt dann die Anzahl der Farben und so weiter einstellen, wie gewohnt, Transparenz einstellen oder auch nicht. Der zweite Weg ist auch wieder über die Bildvorschau. Wenn ihr das aufruft, könnt ihr auch hier unter Format animiertes GIF auswählen und seht dann hier auch eine Vorschau der Animation. Ihr könnt euch das dann hier auch direkt anzeigen lassen, wie das dann aussehen würde. Ich also hier zum Beispiel eine Indextransparenz hinzufüge, dann sehe ich auch gleich hier den transparenten Hintergrund, und so sähe das dann aus, wenn ich es exportiere.
Gut, das wäre also die manuelle Methode, eine Animation anzulegen. Ich lösche dieses Dokument mal und lege ein neues an. Die zweite Methode, Animation zu erzeugen, ist über das sogenannte Tweening. Was ist jetzt Tween? Tween, das Wort leitet sich vom englischen between ab und bedeutet so viel wie dazwischen. Also ich kann den Anfangsstatus einer Animation vorgeben, den Endstatus und alles, was dazwischen kommt, wird vom Programm automatisch errechnet. Ich lege wieder ein einfaches Objekt an, muss das jetzt allerdings in ein Symbol konvertieren. Das geht also wie gehabt über Modifizieren, Symbol in Symbol konvertieren oder über die Taste F8. Und hier reicht es jetzt, wenn ich das als Grafik konvertiere. Name ist in dem Fall egal, das lasse ich hier, bestätige das. Jetzt habe ich hier in meiner Dokumentenbibliothek das Symbol und ziehe mir das jetzt noch ein zweites Mal auf meine Leinwand, und zwar an die Position, an der das Ganze jetzt am Ende sein soll. Ich werde das auch mal skalieren, indem ich es einfach ein bisschen größer ziehe. Und jetzt selektiere ich beide Symbole mit gedrückter Shift-Taste und gehe jetzt hier ins Modifizieren-Menü, Symbol, Instanzen tweenen. Muss jetzt hier die Anzahl der Schritte bzw. der Frames eingeben. Macht man jetzt hier mal rück 25. Und wichtig ist, dass ich jetzt auf Status verteilen anklicke. Wenn ich das nicht mache, habe ich hinterher zwar 25 einzelne Bilder, aber die sind dann alle in der gleichen Ebene sozusagen, im gleichen Status und ich habe keine Animation. Also auf Status verteilen anklicken, auf OK. Und jetzt seht ihr, wird mir hier Da werden mir hier die ganzen Stadi angelegt und wenn ich auf Play klicke, habe ich die fertige Animation. Das Symbol bewegt sich und es vergrößert sich gleichzeitig. Das ist also eigentlich auch eine recht einfache Methode, Animationen anzulegen. Ich lösche dieses Dokument jetzt nochmal und lege ein neues an. Es gibt nämlich noch eine schöne Methode, wenn ihr ein bisschen komplexere Bewegungen erzeugen wollt. Lege jetzt wieder irgendwas an hier. Und zwar gibt es unter dem Menü Befehle kreativ den Menüpunkt Drehen und Ausblenden. Und dann komme ich in einen ziemlich komplex aussehenden Dialog, in dem ich jetzt eine Animation mir erstellen kann und ich sehe hier auch schon eine Vorschau. Ich kann jetzt hier die Schritte angeben, also wie viel Pixel Abstand die einzelnen Stadi haben sollen. Und ihr seht auch, wie sich das da verändert, wenn ich diesen Wert hier verändere. Ich kann die Deckkraft regeln, wenn ich das zum Beispiel auf 0 runterdrehe, sehe ich gar nichts mehr. Bei 50 ungefähr hat jedes Objekt eine Deckkraft von 50%. Ich kann die Richtung hier verändern, von wo die Animation praktisch kommen soll. Wichtig ist, dass ich, wenn ich tatsächlich eine Animation erzeugen will mit verschiedenen Stadi, dass ich hier wieder Animieren anhake. Dann kann ich noch einen Weichzeichnungseffekt einstellen. Das Ganze auch mit einem Zufallswert versehen. Eine Farbtonverschiebung, ja, damit kann man auch ganz nette Effekte vielleicht machen. Sieht man jetzt allerdings bei dem schwarzen Objekt nicht so gut. Ich hätte dann hier verschiedene Farbtöne. Den Abstand der einzelnen Frames sozusagen kann ich hier verändern. Die Drehung des Objekts, wie viel Grad. Eine Richtung. Skalierung. Wenn ich das also bei 100% lasse, dann ändert sich die Größe gar nicht. Oder wenn ich da einen positiven Wert angebe, dann kriege ich da solche Effekte. Ja. Kriege jetzt hier sogar eine Warnmeldung. Also das mache ich mal wieder rückgängig. Und die Deckkraft kann ich auch verändern. Das wird dann also auch so eingeblendet praktisch. Kann auch Zufallswerte mir hier einfach generieren lassen.
Ich habe hier auch ein paar Vorgaben. Wenn ich auf diesen Pfeil klicke, kann ich mir den Standard, die Standardeinstellungen wiederherstellen. Also das ist das, was ihr wahrscheinlich seht, wenn ihr diesen Dialog zum ersten Mal öffnet. Dann gibt es hier aber auch ein paar Vorgaben, die man dann natürlich nach seinen Wünschen anpassen kann. Lass mal doch gerade das mal. Und wenn ich dann zufrieden bin mit der Einstellung, klicke ich hier einfach auf OK. Und ihr seht, jetzt werden mir hier wieder die Stadien angelegt. Und wenn ich auf Play klicke, sieht das Ganze dann so aus. Also dieser Dialog ist eine ganz nette Möglichkeit, wenn man ein wenig komplexere Animationen erzeugen will. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn ich jetzt wirklich komplexe Animationen erzeugen will, dann würde ich das nicht unbedingt in Fireworks machen. Was zum Beispiel nicht geht, sind so Sachen wie Beschleunigung und Abbremsen. Das geht ja, wenn man in Flash eine Animation zum Beispiel erstellt, recht einfach, indem man das Ganze in diesen Bezier-Kurven dann steuern kann, so eine Animation. Solche Geschichten sind hier halt nicht möglich. Da müsste ich dann von Hand reingehen und hier zum Beispiel die Anzeigedauer eines Frames verändern und so weiter. Aber ja, das ist dann ein bisschen aufwendiger. Aber ich denke, für so kleine GIF-Banner, irgend sowas, da reicht es wahrscheinlich aus. Gut, das war's auch schon zum Thema Animation. Bis zum nächsten Mal. Ciao.